we make the streams louder. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Format. Heute mit Star Wars The Force Unleashed. Das ist der zweite Teil, glaube ich. Ich habe es einfach mal auf Steam geholt. Ist ein etwas Oldschool-Spiel, sage ich einfach mal. Das gibt schon etwas länger, habe ich früher, wo ich halt noch eine Wii hatte und sonst nichts, habe ich das halt immer auf meiner Wii gespielt. Und ich habe mal Bock auf so ein kleines Oldschool-Spiel und ich hoffe, ihr habt darauf auch Bock und deswegen starte ich einfach mal so ein Let's Play. Und wir wollen den Film nicht sehen, sondern wir wollen mal auf ein neues Spiel gehen. Man kann hier nichts mit der Maus steuern, das ist nämlich mega oldschool, das Spiel. Ja, Spielstand wählen. Ich habe schon mal ein Level so ein bisschen angezockt, aber nur angezockt, keine Angst. Wir machen jetzt hier extra einen neuen Spielstand und ja. Ja, jetzt müssen wir die Kampagne wählen. Wir wählen aber natürlich erst aus Star Wars The Force Unleashed. Übrigens. Nee, das ist nicht der zweite Teil, sorry, ich bin gerade mega verpeilt. Das ist, die Ultimate Sith Edition. Ja, das ist die Ultimate Sith Edition, ja. Und wir wählen jetzt mal als Schwierigkeitsgrad Mittel, also Sith-Krieger aus und ja. Also die Ultimate Sith Edition ist das. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. The Force Unleashed. Die Galaxis steht vor einer großen Dunkelheit. Das böse galaktische Imperium hat die alte Republik gestürzt und versetzt nun unzählige Welten in Angst und Schrecken. Die Jedi-Ritter wurden so gut wie vernichtet. Nur ein paar wenige sind dem Imperium entkommen und in der Galaxis verstreut untergetaucht. Die Spione des Imperators konnten einen einsamen Jedi auf Kashyyyl ausmachen, dem Heimatplaneten der Wookies. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, wurde entsandt, ihn zu vernichten. Spaß. Okay, wir warten. Und der legendäre Kameraschwenk. Also ich muss sagen, dafür, dass es ein älteres Spiel ist und wirklich viel älter ist und auch nicht so viel kostet, weil es halt älter ist, sind die Filme ja echt gut gemacht. Ich würde sagen, aber seht erstmal selbst, ich bin jetzt erstmal ruhig. Grafik natürlich jetzt nicht vom Allerfeinsten, aber seht einfach selbst. Okay, wir können jetzt auch schon gleich spielen. Als Darth Vader, wir können hier schon mal die Perspektive ändern. Und können uns jetzt mit WASD bewegen, natürlich. Und gehen jetzt einfach mal als Darth Vader her. Also jetzt ist die Grafik auch schon geiler, also Leute, dafür, dass es ein altes Spiel ist, guckt euch diese Grafik an. Natürlich jetzt, wenn man weiter weg guckt, da hinten, sieht es natürlich nicht perfekt aus, aber hier... Ist das nicht geil? Also ich find's geil.
Okay. Dann gehen wir hier mal her. Du kannst den Machtschub aufladen, den du eh gedrückt hast. Wenn er vollständig aufgeladen ist, lass die Taste los, um eine verheerende Welle der Machtenergie freizusetzen. Hame, Kame, Hame, Ha! Okay. Jetzt können wir ja anscheinend weitergehen. Ach komm, verpiss dich doch. Und mit der linken Maustaste können wir schlagen, mit der rechten können wir blocken, anscheinend. Ne, das macht er automatisch, also mit der rechten können wir nichts machen. Und mit der linken können wir halt schlagen. Und ich würde sagen, kämpfen wir uns hier mal einfach ein bisschen durch. Können wir den hier aufnehmen? Ne, können wir nur wegschubsen. Du willst nah kämpfen? Also es ist schon, hier kann man echt mega leicht erstmal spielen. Wir können auch rund hier unsere eigenen Männer töten. Stirb. So, und unser Ziel ist halt, einen Jedi zu töten. Mal gucken, wie sich dieses Spiel so entwickelt. Früher habe ich halt solche Spiele nur auf der Wii gespielt. Und habe die ja mega gesuchtet. Die waren früher aber auch noch nicht so teuer. Haben jetzt 20 Euro gekostet, kostet jetzt, weil sie natürlich etwas älter sind, 10 Euro. Ja, ich habe es aber im Rabatt sogar für 5 bekommen, also lohnt sich echt, wenn man so Oldschool-Spiele spielen will, vor allem, weil die Grafik echt geil ist und weil es auch mega bockt. Man kann auch eigentlich schon sagen, dass es ein Spiel von heute ist, von der Grafik her. Zumindest von der Ingame-Grafik. Zumindest bis jetzt, sagen wir es mal so. Vielleicht haben die es ja auch auf Steam ein wenig bearbeitet. Und mit der rechten Maustaste können wir anscheinend so Gegenstände, wenn halt welche in der Nähe sind, anheben. Sehe ich zumindest gerade. Ich drücke gerade rechte Maustaste. Okay. Ja, wir verlieren eh kaum Leben. Kann ich auch ein bisschen schlechter spielen. So. Den töte ich einfach mal aus Langeweile. Ach komm. Schon down. Brauche ich nicht mal mein Schwert einsetzen. Okay. Also momentan ist noch nicht so spannend, weil wir einfach nur durchwaschen müssen mit unseren Attacken ein bisschen. Aber das wird sich noch ändern. Vor allem das Spiel ist auch ein bisschen älter, also kann man auch nicht so viel sagen. Aber die Story ist auch mega geil eigentlich. Vor allem bei dem richtigen Star Wars The Force Unleashed 1 und 2. Das ist jetzt Ultimate Edition, es gibt ja noch 1 und 2. Da ist die Story auch mega, mega nice. Ach ja, wir müssen das hier zerstören. Also Leute, das ist auch mega, mega nice. Oh ja, wir können auch noch hier, können ja auch Gegner auf andere schleudern, wenn wir den treffen würden. Können auch unsere eigenen Männer schleudern. Wie lustig. Wir zerstören einfach alles, zerstören auch unsere eigenen Männer. Okay. Also wie gesagt, momentan noch nicht so spannend. Aber es bockt mega, wenn man es halt spielt. Ich hoffe, es bockt auch, wenn ihr zuguckt. Ach komm. Get down. So. Guck mal, hier können wir nochmal Darth Vader betrachten. Ich freue mich auch mega, 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 mega auf den neuen Star Wars Teil. Ja, obwohl ich zurzeit nicht mehr aktiv Star Wars The Old Republic zocke, will ich das nachholen, wenn das Update rauskommt. Bald kommt mir nicht am 1. Oktober, nee, 1. Oktober sag ich schon, 1. August, glaube ich. Ja doch, 1. August kommt ein neues Add-on raus. Das dann wird halt, also an alle Leute, die jetzt Star Wars The Old Republic kennen, da wird halt das Max-Level auf 65 erhöht und halt natürlich noch ein Story-Ding. Übrigens kommt auch noch eine neue Fraktion dazu. Und ja, also ziemlich, ziemlich nice. Ich lasse mich da überraschen, und er lebt noch, lass mich da überraschen, was da so auf uns zukommt.
Abonnenten kriegen das Addon gratis, deswegen werde ich am 31. Juli abonnieren. Dann bekomme ich auch noch einen Gefährten gratis. Und perfekt zum Start kriege ich dann halt das Addon auch. Ich weiß nicht, ob es anhält, wenn mein Abonnement ausgelaufen ist. Ich hoffe es einfach mal, aber ja. Sonst kaufe ich mir halt nach meinem Abonnement nach 2 Monaten halt für 17 Euro oder so. Geht ja auch voll klar. Aber bis dahin werde ich schon ein paar werde ich schon alle meine 60er auf 65 haben, also da mache ich mir keine Gedanken. Na, weil momentan geht halt nicht mehr so viel ab in Star Wars. Natürlich könnte man jetzt noch andere Chars leveln, aber irgendwie habe ich da nicht die Motivation zu. Aber wenn jetzt das neue Addon rauskommt, hoffe ich, dass das Ganze cool wird, vor allem mit der neuen Fraktion. Ich habe keine Ahnung, Fraktion ist doch eigentlich helle und dunkle Seite sind doch Fraktionen, oder nicht? Wenn das kommt, dann müsste es ja auch keine Jedis mehr geben, dann müsste es halt einfach, das müsste dann halt komplett anders sein. Die Stories der 4 Dinger müssten komplett anders sein, die Skills müssten halt anders aussehen, sie sind halt an sich natürlich gleich, das sieht man auch an zum Beispiel Sith-Krieger und Jedi-Ritter sind komplett gleich, die Skills. Aber dann müssten die halt anders aussehen, neue Stories, ja, neue Laserschwerter und alles, also wenn es eine neue Fraktion gibt, das wird bestimmt richtig, richtig nice und ich freue mich da mega, mega, mega drauf, falls sich das Ganze so bewahrheitet, wie ich es mir vorstelle, aber auch so wird das bestimmt richtig, richtig nice, deswegen werde ich am 31. Juli abonnieren, da habe ich noch 2 Wochen oder 10 Tage alt Ferien, ja, weil ich habe momentan schon Ferien. Fliege halt auch im Urlaub, das sage ich in jedem Video. Am 30.06. fliege ich in Urlaub und habe halt schon Ferien. Jetzt, ja, ich nehme das Ganze, wenn ich jetzt am 27. auf. Ja, dann wird das richtig nice. Dann werde ich auf jeden Fall die letzte Woche oder die letzten 10, 12 Tage suchten. Ja, zur Gamescom fahre ich auch am Samstag. Also da kann ich dann schon mal nicht mehr suchen, aber da freue ich mich auch mega drauf. Gamescom ist natürlich besser als zocken. Zumindest für den Tag jetzt. Nicht wenn das 365 Tage ist, dann natürlich nicht, aber so an sich ist Gamescom natürlich besser als zocken. Also ich würde jetzt, wenn ich mich entscheiden dürfte, an dem Tag durchzocken oder zur Gamescom gehen, da würde ich natürlich zur Gamescom gehen, was ich auch mache. Und ja. Okay, jetzt kommt der Jedi raus. Ah, ich habe gerade was getrunken, aber es geht schon los. Du findest dich in einer Lichtschwertparade. Drücke schnell linke Maustaste, um den Kampf zu gewinnen. Derzeit Taste fortsetzen. Und ich versuche es, so trainiere ich auch meinen Click-Speed in Minecraft. Also für Minecraft. Hier, in dieser Perspektive ist es schwer, mit meinem Machtschub zu treffen. Aber vor allem, ich muss jetzt S drücken anstatt W. Weil ich ja jetzt in diese Richtung laufen muss. Also, komm, ist easy down, get down. Aber ich bin halt jetzt, wie gesagt, auf der Seite des Sith, wegen der Ultimate Sith Edition. In SWTOR spiele ich auch gerne auf der Sith-Seite, aber auch gerne auf der Jedi-Seite. Also, ja, ich spiele auf beiden Seiten gerne, deswegen ist das Spiel ideal, weil das eines der einzigen, wo man halt auch auf der Sith-Seite spielen kann. Ja, okay, man kann es in Knights of the Old Republic auch, aber trotzdem, ihr wisst, denke ich mal, wie ich meine. So ein klassisches Star Wars Spiel nicht, zum Beispiel Lego Star Wars. Oder, keine Ahnung, es gibt ja so viele Star Wars Spiele. Get down. Okay, ich schlage jetzt einfach nur noch drauf.
Okay. Er ist down. E. E. Ich drücke E. E. Bam. Okay, nice. Oh shit. Das war nice. Oh, na, schau da. Ein bekannter Planet aus Essitor. Habe ich so auch noch nicht in anderen Spielen gesehen. Lass ich mal überraschen. Ja, da sind wir jetzt im
Altladescreen. Aber die Filme sind extrem nice. Und ja, also freue ich mich extrem, das Spiel weiter zu zocken. Okay, also wir kommen an Bord der World Shadow. Ja, okay, das ist ein Trainingsraum. Das machen wir, das lesen wir uns erstmal nicht durch. Und zum anderen war es das auch erstmal für diese Folge. Ich nehme jetzt gleich noch eine auf. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Beziehungsweise bis zum nächsten Let's Play. Ich weiß nicht, was kommt. Haut rein und ciao.